Es liegt Nebel über dem Ilsetal. Das Wasser fließt ruhig dahin, kommt aus dem Nebel heraus. Filme jetzt hier von der Blochauer Brücke und gehe jetzt in Richtung Ilsestein und dann zur Plessenburg. Und dann sehen wir uns wieder. Ich bin immer noch nicht weit von der Blochauer Brücke entfernt. Gehe jetzt hier den Hangweg hoch. Ja, ich bin jetzt unterwegs. Der Nebel ist heute ganz besonders bizarr, mystisch. Schaut mal da, dieser mächtige Eichenstamm. Und da geht's jetzt weiter. Der Ilsestein liegt mittlerweile hinter mir. Das ist die Ilsesteinquelle. Und sie führt gut Wasser heute. Prima. Der Nebel fängt an, sich aufzulösen. Und vielleicht haben wir oben nachher besseres Wetter noch. Vielleicht sogar ein bisschen Sonne. Schauen wir mal. Ja, da blicke ich noch einmal zurück und dort liegt der Nebel noch und vor mir ist die Sonne. Da sind noch ein paar Bilder von der Plessenburg. Und dann gehe ich in Richtung der Karlsklippe. Ja, ich bin jetzt an der Plessenburg vorbei gegangen und finde mich jetzt an der Insel. Das ist eine Wegkreuzung. Und wie vermutet, ist auch die Sonne jetzt herausgekommen. Die Bäume ringsrum sind
auch abgestorben. Der Forstbetrieb ist mächtig am Arbeiten, dass die Stämme rausgeholt werden. Ja, und ich will jetzt noch weiter gehen in Richtung Heiliges Grab. Und von da aus werde ich dann Richtung Weiße Steine und Wolfsklippen laufen. Sehen wir uns dann nachher da wieder. Heiliges Grab ist ein Ort, wo früher mal ein Grenzstein stand und die Grenze zwischen dem Wernigeröder Bürgerforst und dem fürstlichen Forstgebiet markierte. Rechts oben über dem Weg erheben sich die weißen Steine, eine Klippenformation. Und geradeaus geht es jetzt weiter zu den Wolfsklippen. Der Nebel ist jetzt zurückgekommen. Ich bin weit weg von Ilsenburg. Ich zeige euch mal, da ist noch eine Kanzel, die umgeworfen wurde vom Wind. Nebelschleier ziehen über die Fläche. Es ist kalt geworden. Meine Hände sind rot. Das ist... Guckt euch das an. Da muss ich jetzt runter. Aber der Weg hier ist nicht mehr ausgeschildert. Es ist ein alter Wanderweg von früher. Der kommt unten raus, fast wo der Ferdinandstein ist. Und da werde ich nachher noch mal ein Foto machen. Ich habe mich jetzt hier noch mal hingesetzt. Ich habe auch jetzt nicht mehr das Stativ rausgeholt für die Kamera. Ich habe die da einfach hingelegt. Nochmal ein paar Einblicke von diesem wahnsinnigen Wetterwechsel hier im Harz zu vermitteln. Ja, ich werde jetzt hier den kürzesten Weg wieder zurückgehen nach Ilsenburg und werde mich dann erstmal aufwärmen. Sau kalt geworden und es hat jetzt auch noch angefangen zu regnen. Ich bin jetzt diesem umgefallenen Baum, der den ganzen Weg versperrt hat, ausgewichen und taste mich jetzt hier durch das Gelände. Die Richtung passt ja und muss auch gleich der Weg wieder kommen. Mitten auf dieser Grasfläche ein Maulwurfshaufen. Unglaublich, was hier alles los ist. Der Nebel, der verschluckt alles. Wer sich hier nicht auskennt, der ist hier rettungslos verloren, so wie er die Wege verlässt. Und da hinten kommt jetzt dieser Wanderweg wieder und da treffe ich dann drauf. Thank you.
So sieht der Wanderweg jetzt aus, der ausgeschildert ist. Und dort ist wieder die Buche vom Heiligen Grab. An dem Holzstapel vorbei, dort hinten die Bank, wo ich vorhin gesessen habe. Und davor gehe ich jetzt links runter Richtung Ilsenburg. Jetzt hat der Regen zugenommen und wahrscheinlich sind auch irgendwie Eiskristalle mit dabei. Ihr hört das vielleicht. Und da geht's in den Nebel wieder rein. Weiter geht's. Schneefall nimmt nun tatsächlich noch zu. Vielleicht seht ihr die Flocken durchs Bild tanzen. Und da ist sogar eine neue Brücke noch gebaut. Habe ich auch noch nicht gesehen. Schon eine ganze Weile auch nicht mehr hier lang gekommen. Da geht es jetzt steil bergab. Da muss ich jetzt runter. Das ist der Prölzstieg. Nach einem Försterhaus in 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts benannt. Und von wem auch immer mit blauen Plastebändern markiert. Umgefallene Bäume natürlich auch hier. Gut, dass ich Gummistiefel anhabe und der Weg trifft nun auf die Plessenburg-Chaussee. Ja, und der Rest ist nun Ilsetal. Noch ein Blick zum Ilsestein, der sich im Nebel verbirgt. Und über den verwaisten Campingstellplatz geht's nun zurück nach Hause.